Das erste Training der Profis des FC Bayern München im neuen Jahr 2018 am Abend, circa 2 Stunden nach der Landung im Wintertrainingslager in Doha. Das erste Training überhaupt mit dem FC Bayern München seit seiner Wiederverpflichtung im Winter für Sandro Wagner, der einige seiner neuen Mitspieler sogar noch aus seiner früheren Zeit bei den Bayern kennt, viele andere aus diversen Bundesliga-Duellen gegeneinander oder aus der Nationalmannschaft miteinander. Ich habe mich da sehr drauf gefreut, auch die Kollegen, die ich noch nicht kannte, kennenzulernen. Und ja, war ein langer Tag, auch ein anstrengender Tag, aber ich freue mich, dass ich hier sein kann und hat richtig Spaß gemacht, das erste Training. Wir waren ein bisschen überrascht, du vielleicht auch. Eine volle Trainingseinheit heute gleich? Ich finde es gut, wenn man gleich so reinstartet, gleich Vollgas. Die Vorbereitung ist ja nicht so lange. Und von dem her ist es mir lieber, gleich voll reinzustarten. Und ich war auch nicht überrascht und hat ja alles gepasst. Kurz, aber intensiv soll es für Sandro Wagner und die anderen 24 Bayern-Profis werden. Das Wintertrainingslager vom 2. bis 7. Januar. Treffpunkt für die meisten heute Vormittag an der Säbener Straße bzw. kurz nach 9 Uhr am Lufthansa-Sonderschalter des Münchner Flughafens. Nach gut 5 Stunden Flug, Landung bei ca. 25 Grad Celsius, Einchecken im Hotel und die erste von 10 geplanten Trainingseinheiten plus Testspiel gegen Al-Ahli Doha. Kurz und intensiv eben, Sandro Wagner und alle anderen scheinen sich aber zu freuen und gut darauf vorbereitet zu sein. Auf 5,5 Tage Doha, auf den Rückrundenstart am 12. Januar gegen Leverkusen und auf ein sicher spannendes und aufregendes Fußballjahr 2018.